Ja, lange Folge. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild. Heute geht's weiter. Wir haben die letzte Folge in den Orden geholt. Oh, das ist doch ein Item. Ja, vielleicht kannst du den Spezialangriff brauchen, weil nicht. Gut, hier ist dieses Restaurant. Das berühmte. Der Kopf ist auch da. Oh, hey. Du hast ja schon den nächsten Orden geschnappt, wa? Super. Da bist du ja. Wir haben bereits auf dich gewartet. Ich habe immer noch nichts Neues über die Finsternacht oder die Pokémon des Schwertes unterschiedlich herausgefunden. Was? Was ist das? Wollen wir das? Das gibt's doch nicht. Was? Und das ist eine Legende? Ja, und die beiden Helden, die sehen traurig aus. Wo ist das Schwert? Oder Schild hin? Was hat diese Daschenbusse bedeuten? Genau, vielleicht wurde sie versiegelt. Das wäre möglich. Oder sie sind irgendwo in einen tiefen Schlummer gefallen. Das Schwert oder Schild, die schlecht bedeuten mit dem beiden Pokémon. Das hattest du doch bei der durch die Entdeckung der bei der antiken Schütte herausgefunden, oder? Ja, genau. Zumindest war das meine Vermutung. Könnte es sein, dass diese merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder Schild war? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von welchem Pokémon redest du? Da, du weißt doch, was ich meine, oder? Ja, genau, damals im Schlummerwald, ja. Da war was. Ganz genau. Dieses Pokémon aus dem Nebel, das könnte doch eins der Pokémon aus der Legende sein, oder? Ja, stimmt ja, hier war der Schlummerwald. Ich bin eigentlich nur auf die Reise gegangen, weil ohne mich da gedrängt hätte, aber inzwischen bin ich das alles ungeheuer spannend. Komm, lass uns jetzt mal was essen. Aber ihr müsst mir Hagenau erzählen, was passiert ist. Worauf habt ihr Appetit? Was soll ich euch bestellen? Gut, so einiges. Wow. Ich mache nicht mehr lange. Was war denn nochmal die nächste Arena nach der Eisarena? Als fehlt die Eis. Nee, ich habe noch eine Ordnung danach. Es fehlt auf jeden Fall noch eine Arena. So, naja. Ups. Was? Na egal. So, verstehe, sehr interessant. Alles klar. Als nächstes sollten wir zu Chester Friedau erkunden. Und in die Heroentherme würde ich dir gerne näher über den Lupe nehmen. So, die Frage ist, welche ist tatsächlich jetzt der Arena? Was? Ah, weiß es. Jetzt weiß ich tatsächlich, wer die. Die habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt, die Jungs, aber ja. Das werden wir uns dann in Zukunft genauer angucken. Die Heroentherme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich ausgeruht haben, nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird die Heroentherme eigentlich nur von Pokémon genutzt. Das macht mich stutzig. Wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebadet haben sollen? Das will ich später näher untersuchen. Ihr beiden seid im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht wurde euch diese Ehre zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so weit zu werden wie die Helden. Also wenn wir die zwei nur Helden des Schwertes und des Schildes werden sollen, will ich aber der Held des Schwertes sein. Ich hätte den Helden von damals so gerne bei ihrem großen Kampf zugesehen. Hey, das ist doch ein epischer Kampf zu legen. Okay, ganz normal. Los geht's. Ja, ich bin sowieso dafür. Wir haben wieder einen Kampf wieder fit gemacht, die Pokémon. Gut, Kampf gegen Hopp. Hat seinen Smallout dabei, ist die weitere Runde von Wolli. Und hier war trifft er perfekt vorne. Level 40. Die Frage ist, was hat er noch im Team? Falls du voll alte Angriff zu verlassen. So, was hat er gut? Ich
Und das war's mit Zwolok. So, jetzt hast du wahrscheinlich irgendwas mit Wasser-Pokémon. 44 für Galoppa, okay. Spritzigel. Okay. Nichts Elektro. Quatsch, nicht Wasser. Elektro. Reines Elektro-Pokémon. So, drauf. Okay, passt. Ja, natürlich, klar. Und bei mir geht die Paralyse gleich durch. Das ist Erwischen, das ist okay. Komm, jetzt voll drüber. Leider nicht. Schade. So, Süßball. Trotz der Paralyse noch schneller. Sonst weiter. Relaxo. So, das kann wieder nur Limolo bedeuten. Ja, Relaxo kommt nicht normal. Ist zweites Normal-Pokémon, okay. Ich denke, so reicht es nicht, aber soll mir jetzt nicht egal. Aber Relaxo muss man aufpassen. Ich hab teilweise jetzt. Und ich war die Hälfte weggezogen. Ich hab unnormal viele KP. Oh, kann ich denn? Ich frage jetzt, wie das mit der Feuerattacke. Ich vermute, dass es das so viel überlebt. Alles hier. Der nächste Attack müsste es eigentlich darum sein, weil wenn ich die blöde Paralyse wiederkommt. Zweiter Pokémon von mir. Einer auf jeden Fall ordentlich dazugelernt. Muss ich ihn lassen. Relax ist schon mal weg. So, 44 für Libalo, 45 für Skunkfeld. Wechsel zu Krabor. Okay. Krabor. Dann haben wir sich auf Elektro. Elektro-Pokémon, klar. Wo ich dem auch mal irgendwie neue Daten beibringen müsste. So, ich war Donnerblitz oder sowas. Mal gucken, was hier noch gibt. Ich kann aber aufs Spiel. So, Funkensprung. So, und dann nochmal einen Funkenpunkt drauf und dann müsste das eigentlich weg sein. Ja. Das reicht tatsächlich. So. 43. Sehr gut. Gott, oh, jetzt kommt ein Starter. Und jetzt habe ich tatsächlich nichts gegen zu erhalten, ne? Die Frage ist. Doch, habe ich wohl. Ich setze Gun-Tank jetzt auf Gift. Das geht, glaube ich, nicht so sehr effektiv. Mittlerweile schon. So, jetzt ziehe ich mal auf Top 7. Ich glaube, nur die Stärke von Gift. Gut, Durchbruch ist neutral. Ich bin weit durch und nicht. So, jetzt müsste es eigentlich tatsächlich sogar mit dem Money klappen. Wenn ich alles gut und alles gut habe. Geht schon. Ja. Das hat doppelt so stark, der Gegner gibt den Elfen, damit soll das easy erledigt sein.
So, und habe ich besiegt. So schwer war es dann nicht. Danke, ihr habt gerade sehr gut gekämpft. Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren Delio besiegen. Was steht als nächstes auf eurem Plan? Ich habe vor, mich noch ein bisschen mehr näher mit dem Schlummerwald zu beschäftigen. Oh ja, und ich höre mich wieder der Arena natürlich mit bin. Sobald ich den Arena-Orden in der Tasche habe, geht's Schluss nach dem Route 9 nach Spikeford. Auf geht's. Ja, Route 9 ist auf jeden Fall unsere nächste Aufgabe. Da werden wir auch demnächst jetzt weitergehen. Ich glaube, das hat wieder aufgemuntert. Jeder macht sich immer größere Sorgen, wenn es Sharp ja schlecht geht. Und wenn du als ein Rivale willst, sicher auch das Beste nur für ihn, oder? Also dann, bis gut, mach's gut, bis dann. Jo. So, die Frage ist, mein Team ist es geheilt oder muss ich tatsächlich jetzt nochmal zum Pokémon-Center zurück? Ja, ich muss zum Pokémon-Center zurück, Frage beantwortet. Apropos, es gab noch irgendwas. Geheimgeschenk, es gibt Geheimgeschenke. Es gibt Geheimgeschenke tatsächlich, die gerade verteilt wurden. Ja, gut, okay, das kann ich nicht mit dem Account machen, scheiße. Okay, soviel zum Thema dazu. Das gibt's natürlich, weil dieser Account hier tatsächlich extra nur für dieses Let's Play anstellt, der ist nicht mit dem Nintendo-Account verknüpft. Das ist mein Hauptaccount. Mit dem wird es funktionieren. Es gibt nämlich momentan Ponita tatsächlich als Geheimgeschenk, weil ich hab's aktiv. Aber für die Leute, die gerade Pokémon Schwert spielen, wäre es gar nicht mal so schlecht. Weil das gibt's nämlich nur auf Schild. So, Pokémon geheilt. So, gut, gucken wir mal bei unserer Uhr. Joa. Da wir letztes Mal so lange gemacht haben, machen wir heute ein bisschen was kürzer. Also ein bisschen machen wir noch. So 5 Minuten machen wir noch. Besser. Warte mal, was ist denn hier weiter überhaupt? Karte. So, jetzt müssen wir hier unten weitergehen, oder nicht? Finden oder was? Ein bisschen weiter. Die waren wir schon. Aber jetzt. Ich weiß gerade, welchen Weg. Ich die Wege nicht finde. Müsste eigentlich. Nämlich, dass es nicht schon weitergeht. Gegen die Arena oder was? Das hab ich jetzt. Jetzt muss ich tatsächlich mal das erste Mal nachgucken, tatsächlich noch den richtigen Weg. Ich hatte sich nachgucken. Okay, dann war es doch der richtige Weg. Ich hatte nämlich den für die Route 8 gehalten. Nee, war schon okay so. Alles gut. So. Gut, dass ich alleine drauf gekommen bin. Spaß. So, wir haben jetzt hier einen Angler umstehen. Ich werde mal zum Wasser-Pokémon wechseln. Auf Wasser-Pokémon, Elektro-Pokémon natürlich wechseln. Weil hier ist noch ein Angler, eine Anglerin.
So. Ja, wir machen uns auf Richtung Spike vor. Da sehe ich die nächste Stadt und da ist auch die nächste Arena dann. Aber jetzt müssen wir erstmal. Oh. Ja, die Trainer machen wir noch auf jeden Fall in dieser Folge hier. Narrativa. Oh, tschüss. Für Elektro. Lantern. Ja, kann nur ein Pflanzen-Pokémon ran. Das ist nämlich ein Wasser-Elektro-Pokémon. So, Samenbomben. Drauf. Oh, ich denke, das wird Aqua durchstoßen, ja? Er hat eine Stärke von 85, du hast eine 75er Stärke, das heißt, ich knall den jetzt die Kacke raus. So. Ich habe gesagt, dass ich hier Feier machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann erkunden wir die Route 9. Und dann geht es auch schon in die Richtung nächster Stadt. Dann ist das Spike fort. Aber das dauert ein bisschen. Es passiert auf jeden Fall einiges auf der Route. Bis dahin. Tschüss.